da ging es irgendwie um Kürzungen, um Gehaltskürzungen, die notwendig war. Ja Gott, dann schießt er halt die Flanke ins Aus, statt mal für 400, für 300.000 Euro nur. Also ich denke, wenn einer auf dem Platz ist, dann denkt er nicht mehr ans Geld. Und das ist auch wurscht, ob der 7, 8, 9 oder 10 Millionen verdient. Also deswegen, aber die Motivation ist nach wie vor die gleiche. Er weiß, so ein Spiel wird von, was weiß ich, 10, 15, 20 Millionen Menschen gesehen, wird weltweit übertragen. Also das sind die Motive heute und nicht mehr, ob er eine Million mehr verdient oder weniger. Das ist lächerlich. Aber das ist jetzt nicht mehr das Hauptmotiv, so wie bei uns damals, ja, da waren die Prämien schon bitte entscheidend, da hat es geheißen, ja, statt 1000 Mark, sagen wir mal, kriegst du im Europapokalspiel 5000 Mark, ja, deswegen läufst du nicht fünfmal schneller, aber du läufst, das geht gar nicht, weil wir sind eh schon damals ans Maximum, bei jedem Spiel waren wir im Maximum. Der Anreiz war damals schon was. Heute, wenn du zur Mannschaft sagst, du kriegst du 10.000 Erfolgsprämie, heute, wenn du gegen Bremen spielst, 20.000, da hört der gar nicht mehr hin. Das wird den ja noch. Also das sind schon Entwicklungen, die, keine Ahnung, das ist halt einmal so. Wir können das nicht ändern. Aber wenn der für 400.000, was Sie vorher zitiert haben, hinter das Tor flankt, ja, dann flankt er ein Jahr hinter das Tor und dann hat er anschließend auch keine 400.000 Euro mehr. Sie haben jetzt eben schon gesagt, dass man da so einem gewissen internationalen Zwang unterliegt. Wir hatten uns im Vorfeld auch gefragt, ja, wie international muss denn eine Mannschaft sein? Gerade damit der Regionalbezug eben nicht verloren geht und damit auch die Bindung der Fans. Also gerade wenn man jetzt an den WM 2006 denkt und sieht, dass der FC Bayern jetzt einen Italiener verdient hat. Was ist das so verkehrt an den Italienern? Das war ja Halbfinale, oder? Ja gut, aber die Italiener waren halt einfach besser. Die haben zwei gewonnen und fertig. Und zum Schluss musste man feststellen, sie waren die bessere Mannschaft. Sie haben zweimal Latte Pfosten in der Verlängerung getroffen. Also waren es die bessere Mannschaft und sind dann vielleicht möglicherweise auch verdient Weltmeister geworden. Das ist schon ein Phänomen. Ich war früher auch der Meinung, Mensch, ich weiß nicht, ob das der Markt hergibt, ob der Zuschauer das akzeptiert. Wenn du immer mehr Ausländer, also nichts gegen Ausländer, im Gegenteil, ich mag alle. Für mich ist der Mensch und nicht die Hautfarbe, das ist mir wurscht. Aber wenn du nur Ausländer drin hast, wie funktioniert denn das? Ich war dann selbst, früher war ich ja oft noch dabei bei Champions League-Spielen. Das bist du nach dem Spiel in die Kabine. Du hast jetzt nicht gewusst, haben sie gewonnen oder haben sie verloren. Früher hast du geschrien, jawohl, oder wenn du geärgert hast, hast du deine Schuhe hintergeschmissen oder einen Koffer hinterher und hast geschimpft und was weiß ich. Alles. Völlig emotionslos. Und wir auch. Ja. Du hast einen Franzosen, du hast einen Südamerikaner, einen Brasilianer, einen Argentinier. Also wie wollen Sie sich unterhalten? Das geht aber nicht. Ja, ist auch alles da in der Mannschaft sehr emotionslos. Nimmt der Zuschauer das an? Er nimmt es an. Die haben ausverkauft. Selbst wenn du heute ins Stadion gehst und sagst, wir schalten das Flutlicht ein, ist es voll.